Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von EdgeTX Weekly. Und was wir heute besprechen wollen, ist eigentlich ein relativ altes Thema und vielleicht auch nicht so super oft benutzt. Aber es gab doch ein paar Nachfragen auf unterschiedlichen Kanälen und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, da nochmal ein hoffentlich nicht allzu langes Video drüber zu machen. Worum geht es? Naja, ihr wisst schon, wenn hier Stifte liegen und der Zettel und sonst nichts anderes, dann will ich ein bisschen was zeichnen. Und ja, darum geht es eigentlich auch. Und das Thema, jetzt muss man ja gerade ein bisschen Ordnung schaffen hier, das Thema sind sogenannte Mischer-Skripte. Ja, ich hatte mal vor sehr, sehr langer Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ein kleines Mischer-Skript geschrieben für OpenTX oder für EdgeTX auch. Und zwar beschäftigte sich das damit, den sogenannten Ringmischer, wie der so im Volksmund immer heißt, für Voigt-Schneider-Propeller zu realisieren. Also es geht um ein VSP-Mischer-Skript. Und zwar solche Mischer-Skripte, die werden ja immer mit Lua, mit dieser Skriptsprache Lua in OpenTX oder EdgeTX realisiert. Ja, zunächst einmal für diejenigen, für die das vielleicht ganz neu ist, müssen wir erstmal besprechen, warum man überhaupt das braucht oder sagen wir mal besser, wo ist das Problem? Ich hatte früher mal so einen Testaufbau, da habe ich auch mal Videos gemacht, aber ich habe sie wirklich nicht mehr gefunden. Das, ja, so weit, so viel zu meinem kreativen Chaos. Aber vielleicht, wenn ich ein neues mache, wenn man das nochmal erklärt aus einem anderen Blickwinkel, dann ist das vielleicht doch auch genauso gut. Okay, also diesen Testaufbau habe ich nicht mehr, aber ich habe noch einen Voigt-Schneider-Antrieb gefunden, den ich noch nie eingebaut hatte. Der ist also relativ jungfräulich und den benutzen wir jetzt hier mal als sozusagen Modell. Ein Modell des Modells. Die meisten wissen ja, wie das funktioniert. Man hat hier oben so eine Anlenkung, die kann man im Grunde genommen in alle Richtungen bewegen. Und man sieht das hier auch unten, dann bewegen sich also die Propeller relativ zum, ja, wie soll man sagen, zum drehenden Radius des Drehtellers dort unten. Genau, also auf die Funktionsweise von dem Voigt-Schneider-Propeller will ich jetzt eigentlich nicht weiter eingehen, sondern es geht nur um die Anlenkung von dem Teil. Ich kann also hier diesen Hebel zur Verstellung so, da kann ich so schön mit rumrühren, ja, und das bedeutet im Grunde genommen nichts weiter. Man sieht das auch schön hier an der Messingführung, die ist ja kreisrund, dass ich diesen Hebel praktisch im Kreis bewegen kann. Und das bedeutet also auch, dass die Spitze dieser Anlenkung einen Kreis vollführt. Ja, wenn man sich das mal anguckt, man würde also jetzt hier an den beiden Gewindestangen oder Anlenkungsstangen jeweils ein Servo anschließen. Das eine Servo kann also dann in dieser Richtung das Teil bewegen. Und das andere Servo kann das dann in dieser Richtung bewegen. Und wenn man beide gleichzeitig bewegt, dann kriegt man also so eine Kreisbewegung heraus. Allerdings gibt es dabei ein kleines Problem. Und das hatte ich mal so einen schönen Testaufbau. Wie gesagt, den habe ich nicht mehr. Aber vielleicht geht es ja auch besser oder mindestens mal genauso gut an einer kleinen Skizze. Wenn wir nochmal praktisch diese Anlenkstange hier nehmen und uns die einfach mal aufzeichnen, und zwar mache ich das ja dann wieder mal in so einem Koordinatensystem, die Grundschule, nee, Grundschule nicht, aber irgendwie fünfte Klasse oder sowas lässt grüßen. Wir haben so ein Koordinatensystem und da habe ich jetzt hier zum Beispiel im Koordinatenursprung meine Stange.
Wenn also die genau in der Mitte ist, das heißt die beiden Servos, die hier angeschlossen wären, wären dann auch in der Nullposition. Ja, und jetzt kann ich also, wie eben schon gezeigt, diesen Hebel durch die Position, durch die Variation, sagen wir mal in der X-Achse oder in dieser horizontalen Richtung von links nach rechts bewegen und in der vertikalen Achse dann von oben nach unten bewegen. Wenn wir uns mal diese eine Extremposition angucken, wo ich den jetzt also ganz nach links schiebe, dann könnte das beispielsweise hier sein. Und wenn ich mir die Position ganz rechts anschaue, dann könnte das beispielsweise hier sein. Und wenn ich mir die Position ganz nach oben anschaue, dann ist das vielleicht hier und dementsprechend dann ganz nach unten ist dann vielleicht hier. Wenn ich das jetzt so einigermaßen richtig gezeichnet habe, dann ergibt sich hier ein Kreis an möglichen Positionen mit maximaler Auslenkung. Ja, das ist der Kreis, den ich kriege, wenn ich hier oben dran rühre. Dann bewege ich mich sozusagen auf dem Kreis der maximalen Auslenkungen entlang. Wenn ich mir aber vorstelle, das ist ein Servoarm und das ist ein Servoarm, dann könnte dieser Servoarm bis hierhin fahren und der andere Servoarm würde bis hierhin fahren. Dann würde ich aber diesen Punkt hier oben erreichen, wenn die beiden Servoarme nicht mit diesem Hebel verbunden sind, aber dieser Hebel grenzt das eben ein. Und wenn ich da den Servos freien Lauf lasse und an meinem Sender, ich hole mal gerade ein Demonstrationsobjekt und dann meinetwegen mit meinem Sender auch voll in die Extremposition fahre, dann bin ich hier oben und dann kämen meine Servos ganz heftig in den Anschlag. Das darf natürlich nicht sein, nicht unbedingt, dass die Servos da Schaden nehmen, aber sie laufen in den Anschlag, vielleicht wird der Motor heiß oder die Steuerungselektronik oder was weiß ich. Auf jeden Fall gut ist das nicht. Da gab es mal zu alten Zeiten eine Lösung, die hieß dann Ringbegrenzer. Das heißt, man hat hier um den Knüppel noch so einen Ring gelegt. Der hatte praktisch einen Kreis als Ausschnitt und damit konnte ich die Knüppel nur so auf einer Kreisbahn umherbewegen, aber dann nicht mehr in die extreme Position links oben beispielsweise. Das würde dann begrenzt werden auf so einen Kreis. Und damit hat man es dann vermieden, dass man hier in die Extremposition kommt. Das ist natürlich auch heute noch möglich, sich da so eine Scheibe reinzulegen. Aber es geht natürlich auch elektronisch und da geht es noch viel eleganter und viel besser und man kann da noch ein bisschen mehr machen. Gut. Also zuerst mal müssen wir erreichen, dass wir maximal bis zu diesem Kreis kommen. Also wenn wir hier auslenken, dann können wir zwar nach wie vor den Knüppel bis dahin bewegen, aber an den Servoausgängen des Empfängers darf maximal dann dieser Wert hier erscheinen. Ja, das kann man auch elektronisch machen und das kann man bei EdgeTX oder OpenTX ganz elegant mit einem Lua-Skript machen. Und das ist ein Mischer-Skript und das muss in einer ganz bestimmten Art und Weise eingerichtet werden. Und jetzt bin ich beim eigentlichen Thema erst. Das wollen wir uns jetzt mal angucken, wie man dieses Skript einrichtet. Gut, zunächst einmal will ich mal hier den Bildschirm ein bisschen modifizieren. Ich will mal versuchen, wo habe ich es hingelegt. Das ist der Simulator, den brauchen wir gleich, sondern wir gucken uns jetzt erstmal eine Webseite an, wo ich ein Repository habe für meine ganzen Lua-Skripte, die so über die Zeit entstanden sind. Ja, und da haben wir hier auf, ich muss hier unten selektieren, da vertue ich mich immer wieder. Da haben wir hier mein GitHub-Repository und dann gibt es hier etwas, das heißt Edge Lua.
Ja, das soll so viel heißen. Also wir Lua-Skripte für EdgeTX, aber die OpenTX-User brauchen sich da nicht ausgegrenzt zu fühlen. Dieses spezielle Skript geht also auch ohne weiteres für OpenTX. Wenn man da mal reinklickt in dieses Repository, dann sieht man hier ein Verzeichnis, das heißt Dist. Das soll so viel heißen wie Distribution, also praktisch das Endergebnis, was verteilt werden kann. Dort klicken wir mal rein und was man dann sieht, ist im Grunde genommen der Inhalt einer SD-Karte reduziert auf die vier Verzeichnisse Edge Lua, Scripts, Themes und Widgets. Und diese sogenannten Mischer-Skripte, die befinden sich auf der SD-Karte in dem Verzeichnis Scripts. Also ihr müsst einfach mal auf eure SD-Karte eurer Fernsteuerung schauen. Dann in das Verzeichnis Scripts und jetzt wird es einigermaßen klar. Da gibt es also sogenannte Mischerskripte, es gibt Telemetrie-Skripte und es gibt sogenannte Tools-Skripte. Diese Telemetrie-Skripte sind eigentlich nur für die Schwarz-Weiß-Radios, also für die Sender mit einem mit einem monochromen Display gedacht. Da unter Tools sind also sogenannte One-Time-Skripte, die konfigurieren manchmal Empfänger oder so etwas, laufen aber nicht im Dauerbetrieb mit, deswegen heißen sie One-Time-Skripte. Und was wir jetzt brauchen, ist dieses Verzeichnis Mixes. Darunter sind die sogenannten Mischer-Skripte. Und es geht jetzt hier um das Mischer-Skript VSP, also wie Void Schneider Propeller. Das könnt ihr von dieser Stelle runterladen und tut es dann auch auf eure SD-Karte in das Verzeichnis Scripts Mixes hinein. Das ist ganz wichtig. Also diese eine Datei, so wie sie ist, in das Verzeichnis Scripts Mixes dann hineinlegen bei eurem Sender auf die SD-Karte. Gut. Das mache ich jetzt nicht mit dem tatsächlichen Sender, sondern ich benutze den Simulator dafür. Das ist für mich jetzt hier ein bisschen praktischer von der Arbeit her. Und dazu hole ich dann mal das Fensterchen, das ist es nicht, mit dem Simulator nach vorne. Den habe ich jetzt schon gestartet und was hier simuliert wird, ist, wie unschwer zu erkennen, eine RadioMaster TX16S. Aber das ist völlig unabhängig von dieser Fernsteuerung. Es geht mit jeder anderen Fernsteuerung auf der EdgeTX oder OpenTX läuft. Allerdings, und das war jetzt eine kleine Schwierigkeit. Musste klein mal gerade mal eben einen Schluck trinken. Das war eine kleine Schwierigkeit, nämlich wo richte ich jetzt diese Mischer-Skripte ein? Es gibt in meinem YouTube-Kanal verschiedene Folgen in der Serie auch nochmal zu dem Thema, was sind eigentlich Quellen, was sind Inputs und was sind Mischer? Und hier ordnet sich das Thema Mischerskripte eigentlich ganz gut ein. Also wer mit diesen drei Begriffen Inputs oder Quellen und Mixer nichts anfangen kann, der sollte sich diese Videos vielleicht dann nochmal angucken oder auch andere Videos, muss ja nicht meine jetzt unbedingt sein, was diese Einzelteile von EdgeTX, OpenTX machen. Ein Mischerskript ist so etwas Ähnliches wie ein Mischer. Und zwar kann man mit einem Mischerskript etwas realisieren, was man mit der vorgefertigten Architektur der Mischer so nicht hinbekommt. Also Mischer sind ja schon relativ oder können relativ komplexe Gebilde werden. Sie bestehen aus einzelnen Mischerzeilen, die können verknüpft werden und so weiter und so fort. Aber das, was wir hier machen wollen, lässt sich mit einem simplen Mischer, mit seinen Mischerzeilen so nicht einfach realisieren. Und dazu kann man Mischerskripte benutzen. Die werden in der Programmiersprache Lua programmiert und werden ja fast so benutzt wie Mischer. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Es gibt den EdgeTX. Jetzt eine gewisse Unterscheidung
zwischen etwas älteren EdgeTX-Versionen und neueren EdgeTX-Versionen. Und ich weiß auch gar nicht mehr so ganz genau die Versionsnummer, wann sich das geändert hat. Ich meine, das wäre mit der Version 2.8 eingeführt worden, dass man nämlich in seinem Sender bestimmte Menüpunkte und bestimmte Features zur Laufzeit, also wenn das EdgeTX sozusagen läuft und die Firmware praktisch schon auf den Sender geflasht ist, dass man bestimmte Features nachträglich gewissermaßen an- und abschalten kann. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir gehen mal in die Senderkonfiguration hinein. Und da haben wir hier so einen Punkt mit dem Zahnrädchen. Das sind immer die Einstellungen. Und da haben wir dann hier unten den Punkt Menüpunkte. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und da kann ich die einzelnen Menüpunkte, die oben hier in dieser Leiste dann erscheinen, ein- und ausschalten. Ja, um so ein bisschen Bildschirmplatz zu sparen oder es leichter bedienbar zu machen. Und man sieht hier schon zum Beispiel, ich habe hier den Menüpunkt globale Funktionen ausgeschaltet. Lehrer-Schüler habe ich jetzt einfach mal ausgeschaltet. Ich habe den Helimischer, Taumelscheibenmischer ausgeschaltet und ich habe auch Flugphasen ausgeschaltet. Und meistens, und das ist jetzt der Punkt, wo man mal nachgucken muss, sind auch Lua-Skripte ausgeschaltet, so wie bei mir jetzt. Also, wenn ihr jetzt das mal nachvollzieht an eurem Sender und ihr stellt fest, dass ihr in den Sendergrundeinstellungen diesen Möglichkeit habt, Menüpunkte festzustellen, dann seid ihr fein raus. Das machen wir jetzt gleich. Alle anderen, die das nicht haben und Lua-Skripte in ihrem Sender gar nicht installieren können, die haben jetzt ein bisschen Pech gehabt, weil früher war das eine Option, die musste man einstellen, wenn man die Sender-Firmware kompiliert hat und bei den normalerweise erzeugten Varianten der Firmware war das dummerweise nicht standardmäßig eingeschaltet. Wer da Probleme hat, kann mich gerne ansprechen, aber ich denke, die meisten sind mittlerweile schon auf einer neueren Version. Gut, jetzt schalten wir das also hier ein. Und das war es eigentlich auch schon und wir können hier die Sendergrundeinstellungen verlassen. Ich habe hier so ein Modell, da ist nicht besonders viel los in dem Modell. Und wir gucken uns jetzt diese Modellkonfiguration mal an. Jetzt ist die Frage, mit welchen Sticks wollen wir den Voigt-Schneider-Propeller betätigen. Vielleicht nehmen wir mal hier die linken beiden, weil die nicht, weil die selbst neutralisierend sind. Das passt ja hier ganz gut. Und was wir jetzt hier sehen, hier oben in dieser Statuszeile, ist dieses komische Symbol, was ein bisschen aussieht wie ein Planeten. Gebilde. Das ist das, was jetzt hinzugekommen ist, weil wir diesen einen Menüpunkt Lua-Skripte jetzt aktiviert haben. Da gehen wir jetzt mal hin und hier können wir jetzt diese Mischer-Skripte einrichten. Gut, das machen wir mal. Wir wählen den Eintrag Lua 1 aus und editieren diese Zeile. Und jetzt müssen wir hier bei dem Dateiordner, das ist das Symbol, wo Lua-Skript steht, tatsächlich das Lua-Skript auswählen. Da gehe ich jetzt einfach mal drauf und wenn wir jetzt ganz viel Glück haben und ihr das richtig gemacht habt, dann haben wir jetzt hier auch dieses VSP-Skript. Wahrscheinlich habt ihr nur jetzt weniger Skripte, nicht so viele wie ich da jetzt drin liegen haben oder nur dieses eine. Das macht ja nichts, also wählen wir das jetzt mal aus. Ja, und jetzt wird hier angezeigt, was dieses Skript an Eingaben verarbeitet. Also wir brauchen praktisch die beiden Achsen von dem Knüppel und ja, da gehen wir hier mal drauf und wir nehmen einfach mal Seite und Höhe. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig rum gemacht habe. Das müsst ihr dann später im Modell ausprobieren oder ihr vertauscht dann später nochmal die Servos, sodass also dann auch vorwärts vorwärts ist und seitwärts seitwärts.
Ja. Gut, jetzt haben wir die Inputs da schon festgelegt und hier unten, was unter Ausgaben steht, S1 und S2, das sind die Outputs, die dort produziert werden. Wenn ich also jetzt hier dran drehe, dann müsste sich da was tun. Und jetzt vollziehen wir das mal nach, was wir auf dem Stück Papier gemacht haben. Das heißt, ich gehe hier mit dem Seitwärts mal voll nach rechts, dann geht es hier bis 999, 1000, also fast 1000, das ist Vollausschlag. Und wir gehen nach ganz links, dann kriegen wir minus 9999. Wir gehen mal nach ganz oben, dann sind es 999 und nach ganz unten bei dem anderen Ausgang S2 sind es dann minus 999. Gut, und das Interessante ist, wenn wir jetzt hier in die Ecke gehen, dann bleibt es stehen für beide bei 707. Also es wird sozusagen der Ausschlag der Servos verringert, wenn wir dann weiter nach oben in die Ecke gehen, bis wir dann dort auf 707 kommen. Ja, wer in Geometrie vielleicht ein bisschen aufgepasst hat und weiß, was ein Einheitskreis ist, der weiß dann, dass das 1 durch Wurzel 2 so ungefähr ist. Okay, also wir kommen dann im Grunde genommen nicht über diese Kreisbahn hinaus, auch wenn wir unseren Knüppel so hier durch die Ecken bewegen. Gut, das sind die beiden Ausgänge. Es tut sich aber noch nichts an irgendwelchen Servos. Wir haben jetzt erstmal nur dieses Mischerskript eingerichtet und jetzt brauchen wir natürlich die entsprechenden Servos, die da verwendet werden sollen. Und da setzen wir jetzt wieder einen Standard-Mischer ein. Hier muss ich drauf, einen Standard-Mischer ein. Zum Beispiel nehmen wir jetzt Kanal 1 und 2 in der Annahme, dass dort jetzt die Servos dran sind. Da gehe ich mal auf die Zeile 1, die editieren wir jetzt mal. Oh, ich habe da so einen komischen Schalter eingebaut, den mache ich da jetzt mal raus. So, und jetzt kommt's. Normalerweise nehmen wir hier als Quelle irgendwie einen Input. Das tun wir jetzt nicht, sondern wir nehmen ein Skript und das finden wir hier. Ah, da müsst ihr mal so ein bisschen runterscrollen, je nachdem, wie viele Inputs ihr schon definiert habt. Taucht das vielleicht an anderer Stelle auf, aber hier finden wir jetzt 1 VSP Schrägstrich S1. Das soll so viel heißen. Wir haben die erste Instanz von dem Mischerskript VSP. Ihr erinnert euch an den Namen, das hieß VSP.lua und dort gab es einen Ausgang S1. Den nehmen wir jetzt. Und wir haben ja hier oben die Kanalanzeige. Da können wir direkt mal gucken, ob sich was tut. Jawohl, da tut sich was. Das geht also hier hin und her. Genau. Und dann sehen wir auch hier wieder die 71% oder 70,07%. Das war der eine Streich. Und jetzt nehmen wir die andere Zeile hier. Folgt dem gleichen Muster. Da nehmen wir den zweiten Ausgang von dem Mischerskript. Das ist dieses hier. Und dann haben wir das so entsprechend. Und was ich jetzt mal mache, ich gehe einfach mal auf den Kanalmonitor. Wir haben Kanal 1 und 2 hier. Und man sieht das so schön, dass dann also auch ich da sozusagen auf einer Kreisbahn mich entlang bewege. Ja, prima. Das wäre die Einstellung und ihr hättet dann an eurem Empfänger an den Kanälen 1 und 2 die entsprechenden, also könnt ihr die Servos anschließen, das wollte ich sagen. Gut, jetzt gab es aber noch andere Einstellungen bei dem Mischerskript. Wir gehen noch mal ganz kurz dorthin und schauen uns die Zeile an. Da gibt es hier noch mal Gewichtung 1 und Gewichtung 2. Das soll eigentlich heißen Gewicht 1 nach 2. Da fehlt ein bisschen was, wird abgeschnitten, weil der Text hier nicht so, Textplatz nicht so groß ist. Das könnte ich nochmal ändern, dass das besser angezeigt wird. Und hier 2 nach 1. Was ist damit gemeint? Das kann man hier dran sehen an diesem Beispiel, aber eigentlich auch nicht so wirklich. Oh, ich müsste ja mal wieder umschalten.
Das will ich gerade mal wieder versuchen, wenn meine Maus dann an der richtigen Stelle wäre. So, jetzt haben wir das. Okay. Also man kann es theoretisch auch hier dran sehen, aber da die Stange nicht so lang ist, sieht man den Effekt nicht wirklich. Wie gesagt, mein Modell dafür hatte ich nicht mehr. Deswegen machen wir es per Zeichnung. Das geht eigentlich auch. So, und was wir jetzt machen, ich male hier nochmal diesen Hebel hin. Also das ist dieser Hebel hier. Und wir stellen uns vor, da an dieser Stange ist also ein Servo befestigt, was das Ganze in Links-Rechts-Bewegung versetzen soll. Ja, meine Zeichenkünste, okay, aber das soll hier mal der eine Servohebel sein. Ja, das geht also in diese Richtung und mache jetzt mal die Stange, die andere Stange nach unten. Dann haben wir hier den anderen Servohebel. Upsala. Naja, schön ist anders. Und da ist das andere Servo dann verbaut. Ja, das ist meinetwegen Servo 1 und das ist Servo 2. So, wenn ich jetzt diese Stange hier nach links und rechts bewege durch dieses Servo, dann bleibt dieses Servo ja normalerweise hier unten stehen. Das bedeutet aber nichts anderes, weil das hier eine Stange ist, bewegt sich dieser Punkt, weil wir hier das mit den Stangen gekoppelt haben, nicht einfach so nach links und rechts, sondern dieser Punkt wird sich auf einer Kreisbahn bewegen. Und dieser Kreis hat eben diesen Radius. Also der Punkt wandert jetzt nicht nach hier, wie er vielleicht sollte, sondern er wandert nach hier. So, wie kriege ich den Punkt jetzt aber nach da? Der Effekt, wenn ich das so mache, ist ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel voll nach links drücke, sodass mein Schiff nach links fahren sollte durch den VSP, dann wird es gleich ein bisschen rückwärts fahren, weil der Punkt sich hier so ein bisschen von dieser Achse nach unten bewegt, in der Annahme, dass das jetzt die Rückwärtsrichtung ist. Ich will den Punkt aber da haben. Ja. So, wie kriege ich das hin? Naja, dieses Servo muss einen kleinen Ausschlag nach oben machen, dann kommt der auch wieder dahin. Na? Und genauso in der anderen Richtung, wenn dieses Servo jetzt hier so hin und her fährt, dann wird sich dieser Punkt auch nicht auf dieser Achse bewegen, sondern er wird das auf so einer Kreisbahn machen. Und deswegen, wenn ich den jetzt hier hinhaben, wenn ich den jetzt hier hinhaben will, schlecht gemalt, ja, dann darf nicht nur einfach dieses Servo sich bewegen, sondern das muss ein klein bisschen mitschieben, damit der Punkt von hier wieder da oben hinkommt. Und diese Zumischung, die kann ich natürlich jetzt in dem Mischerskript auch mit einbauen. Das habe ich vorbereitet in dem Mischerskript und das sind diese Gewichtungsfaktoren hier. Und ja, 10%, das ist hier eine Prozentangabe, das geht also bis 100%. 100% ist natürlich Quatsch, aber ich mache es mal sehr extrem, was jetzt natürlich in der Praxis nicht vorkommt. Aber einfach nur mal, um das zu zeigen. Wenn wir dann mal in den Kanalmonitor gehen, das muss ich mal gucken. Ja, man sieht das also hier, wenn ich den nach da bewege, dann läuft der andere Kanal mit oder in der anderen Richtung entsprechend auch. Ja, es wird also egal, wohin ich mich auf den Kreis bewege, es gibt eine Verlängerungsbewegung, damit ich von der Kreisbahn wegkomme. In der anderen Richtung habe ich das jetzt nicht gemacht. Wenn ich also jetzt hier schön hoch und runter gehe, da habe ich das Zumischen ja noch nicht gemacht, dann bleibt das andere dort in Null und dann damit läuft der Punkt auf einer Kreisbahn und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Und deswegen diese Zumischung. Okay, ja, das ist das Mischerskript VSP und zugleich habe ich dann jetzt mal erklärt, wie ihr diese Mischerskripte dann auch aktivieren könnt. Es gibt noch vielleicht eine Sache, die mir gerade einfällt, was man jetzt auch kontrollieren muss, wenn euer Sender jetzt nicht jungfräulich war.
Diese ganzen Menüpunkte, die kann man einmal für den ganzen Sender aktivieren. Das haben wir vorhin gemacht bei den Sendergrundeinstellungen. Man kann das aber auch nochmal in jedem Modell machen. Und das habe ich jetzt eben gar nicht gezeigt. Mir fällt es aber gerade ein. Da gibt es nämlich hier auch einen Punkt relativ weit unten. Der heißt dann auch wieder Menüpunkte. Und da kann ich jetzt auch die Dinge übernehmen aus den Sendergrundeinstellungen, das heißt denn hier global, aber ich kann beispielsweise auch hier noch immer aus oder immer ein machen. Das gilt dann aber nur für dieses eine Modell. Also, falls es bei euch dann mit den Sendergrundeinstellungen noch nicht so ganz funktioniert hat, dann schaut bitte noch mal hier rein, um das eventuell dann noch mal zu aktivieren. Aber damit sollte es dann auch möglich sein. Ja, das waren die Dinge. Wie gesagt, bei den älteren Versionen von EdgeTX und OpenTX ist das eine Compile-Time-Option. Wer aus irgendwelchen Gründen dort noch eine alte Version hat und das nicht updaten kann oder möchte, das aber trotzdem nutzen möchte, der möge mich einfach ansprechen. Das kriegen wir auch hin. Entweder nach Anleitung oder ich helfe euch da anderweitig. Okay, das war mal das Thema für heute. Mischerskripte am Beispiel Void Schneider Propeller. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß damit.